So, dann mach du jetzt. Okay. Meine Aufgabe ist es, euch was über die Signatur von Phosphor zu erzählen. Signatur heißt in der Homöopathie, was ist es für ein Stoff mit dem 100, also die stoffliche Seite von dem Mittel, kann einem einen sehr schönen Zugang zu einem Arzneimittel bereiten, weil zum Beispiel guck dir an, wie, wenn du jetzt eine Tiermilch nimmst, was ist das für ein Tier, wo lebt es, was ist für eine Pflanze, auf welchem Boden wächst die, wie gestaltet sie sich, was ist das für ein Mineral. Also über diese Geschichte versuche ich euch jetzt was bei Phosphor zu erzählen. Ich habe dazu was vorbereitet, weil ich liebe Medien. Von dem her, ihr dürft mich jetzt etwas der Leinwand zuwenden, damit würde ich nicht gerne spielen. Und praktisch auch hier so ein Versuch, mal zu unternehmen, auch so ein Gespür über den Stoff zu bekommen. Seit Jahrmillionen, solange es Lebewesen und Pflanzen gibt, dieses natürlichste aller Lebensmittel. Alles, was lebt, muss Phosphor zu sich nehmen und gibt Phosphor wieder ab. Ein Gesetz des Lebens, das auch für uns Menschen gilt. Wir sind quasi Phosphor. Phosphor ist in unseren Knochen, in unserer DNA. Wir brauchen Phosphor, um unser Gehirn mit Energie zu versorgen. Wir könnten nicht existieren ohne Phosphor. Alles Leben könnte ohne Phosphor nicht existieren. Nur wenn wir genug hochwertigen Phosphor haben, können wir in Zukunft 9 Milliarden Menschen auf der Erde ernähren. Haben wir das nicht, leben zwar immer noch Menschen auf unserer Erde, aber es werden deutlich weniger sein. Ein sehr realistisches Szenario. Denn der natürliche Phosphorkreislauf ist bedroht. Phosphor ist als Mineralphosphat wichtigster Bestandteil aller Pflanzendünger. Er gibt den Pflanzen, was sie zum Wachsen brauchen. Ohne Phosphat können die Pflanzen nicht gedeihen. In früheren Zeiten deckte der Zerfall organischen Lebens den Bedarf der Pflanzen. Mit der Bevölkerungsexplosion ist der natürliche Phosphatkreislauf überfordert. Die Menschheit braucht mehr Phosphat für mehr Pflanzen. Doch die Ressourcen schwinden. Es ist eine nicht erneuerbare Ressource. Das heißt, sie wird zu Ende gehen. Und genau wie Öl wird sie nicht für immer reichen. Phosphor ist ein absolut essentielles Element, das wir nicht ersetzen können. Wir verwenden dieses kostbare und seltene Element nicht korrekt. Ostern 2008. Cindy Dera und ihr Mann Silvio ahnen nicht, welch lebensgefährliches Strandgut sich die junge Frau in die Hosentasche steckt. Das Paar freut sich über einen vermeintlichen Bernsteinfund. Es war nicht größer wie das Teilchen. So sah das aus. Ich habe es meiner Frau gegeben. Sie hat gesagt, das steckt mal lieber ein. Wenn ich jetzt noch runterfällt, dann ist es weg. Dann ist der Fund auch noch verschwunden. Ja, und dann hat es eingesteckt. Und dann haben wir den Strand auch fast direkt verlassen. Zum Auto zurückgekehrt, wollten noch eine weitere Station anfangen, aber da sind wir leider nicht mehr angekommen. Die ersten 10 Minuten verlief die Autofahrt wie immer. Doch plötzlich geschieht Unfassbares. Und dann brannte das mit meiner Sekundenschnelle Licht erloh. Ganz helles, weißes Licht. Der vermeintliche Bernstein, den die Deras am Ostseeufer aufgesammelt hatten, ist in Wirklichkeit Phosphor. Form, Farbe, Gewicht, alles gleich. Doch lebensgefährlich. Sobald er sich zum Beispiel in einer Hosentasche auf Zimmertemperatur erwärmt,
entsteht ein 1300 Grad heißes Feuer. Die Opfer sind meist hilflos. Die wenigsten Ostseeurlauber wissen um die angeschwemmte Gefahr. Die Phosphorteilchen, sie sind ein Erbe des Zweiten Weltkrieges. Es ist der 18. August 1943. Damals bombardieren britische Kampfflugzeuge den Norden von Usedom, um die in Peenemünde gelegene Waffenversuchsanstalt der Nazis zu zerstören. Laut einer Untersuchung sind aber über 4000 Brandbomben in die See gefallen. Die Stahlmäntel der Geschosse sind in den vergangenen Jahrzehnten auf dem Meeresgrund längst durchgerostet. Doch nicht nur der Angriff auf Usedom hinterließ Spuren von Phosphor. Selbst nach dem Krieg wurden noch zehntausende Tonnen Munition versenkt. Träume von brennenden Städten, Phosphor 5-wertig. Nochmal so ein kurzer Überblick. Kannst du das posten? Oder geht es? Ich kann es mal versuchen. Ja, toll. Ganz rauswerfen. Ganz toller Film. Man weiß es also nicht. Ganz toller Film. Das waren jetzt mal so fast die verschiedenen Aspekte von dem Stoff Phosphor hier zusammengefasst. Einmal. Es ist einfach ein lebenswichtiges Element. Das kam ja in dem Intro sehr gut an. Es ist Bestandteil der Zellmembran, für sehr viele physiologische Vorgänge im Körper essentiell. Es ist der größte Prozentteil an Phosphor, ist in den Knochen gelagert. Also sorgt eigentlich für Stabilität. Wie gesagt, das ganze Physiologische hat der Bearne in aller Ausführlichkeit, da bekommt er das dann mit. Der Phosphor wurde auch sehr spannend entdeckt, wie ich finde. Der wurde im 17. Jahrhundert von einem Apotheker und Alchemisten entdeckt, indem er Urin verdampft hat. Weil ich gehe mal davon aus, die Alchemisten waren immer auf der Suche nach Gold. Urin hat eine goldgelbe Farbe, also vielleicht ist da ja auch was dran. Und dann blieb halt ein Stoff übrig und das war Phosphor. Und der hat geleuchtet. Wo stehen denn Urinsteine auch aus Phosphor? Es gibt verschiedene Arten von Steinen, ja. Und ein Bestandteil kann Phosphor sein, ja. Und ich bin jetzt kein Chemiker. Phosphor ist irgendwie ein fünfwertiges Element, hat eine sehr hohe Bindungsfähigkeit, also verbindet sich sehr gerne. Da kriegen wir jetzt wieder die Verknüpfung von der Signatur über das, was Andreas uns schon erzählt hat. Phosphor liebt den Kontakt, also ist gerne mit anderen in Kontakt, braucht auch diesen Kontakt. Weil Phosphor kommt eigentlich rein in der Natur nicht vor, nämlich immer nur in Verbindung. Also um den herzustellen, muss der verschiedene Herstellungsprozesse durchlaufen. Ich finde auch spannend, dass die größten Vorkommen von Phosphor, die es jetzt noch auf der Erde gibt, sind in Afrika, China und den USA. Und diese vier Länder besitzen 80% des Phosphorvorkommens auf der Erde. Das wird aus Mineralien gewonnen, ja, das ist an Mineralien gebunden. Nee, das wächst nicht. Man muss es herstellen. Ja, es gibt Herstellungsprozesse. Also das sieht man sehr, also das ist natürlich eine ganz lange Geschichte, ist sehr gut beschrieben in dem Wikipedia. Artikel über Phosphor, da stehen die verschiedenen Prozesse drin, wenn einen die interessieren. Aber es wird vor allem über Hitze erreicht. Okay, und was Sie da am Strand gefunden haben, das war ja. Also, Phosphor hat auch das Thema Licht und Schatten. Man sieht ja, es gibt einmal diese lebensnotwendige Grundlage von Phosphor, die unser Leben ermöglicht.
Und zum anderen kann man Phosphor auch als Kampfmittel einsetzen. Und Phosphorgranaten haben halt diese wahnsinnig starke Hitzeentwicklung, sobald Phosphor mit Sauerstoff in Verbindung kommt. Das war dann in dem Teil, wo sie das Stückchen in der Ostsee gefunden haben, wo angeschwemmt wurde. Das ist im Wasser völlig ungefährlich. Weil ist es mit diesem Wasser, kommt es in Verbindung mit Luft. Sobald es in der Luft ist, eine bestimmte Temperatur erreicht, brennt es einfach. Wusch. Es geht einfach an. Und da gibt es noch Bilder, die habe ich jetzt euch erspart. Man hat Bilder gesehen von der Frau, nachdem, also die haben die Hose dann runter und dann vom Krankenhaus. Und das ist irre, das brennt ein richtiges Loch. Das geht richtig durch. Wusch. Das war ja am Schluss zu sehen, bei dieser Phosphorgranate, die diesen Panzer getroffen hat. Das war einfach dieses Bild, dieses Irre, wie plötzlich so aus dem Nichts plötzlich diese Flammen raus. Also ist ja noch mal extremer wie ein normaler Treffer, weil einfach so eine Hitzeentwicklung stattfindet, wie gesagt, 1500 Grad. Das ist einfach enorm. Das, was man da in der Ostsee findet, ist das reines Phosphor oder ist das irgendwie auch gebunden? Das ist weißer Phosphor, der gebunden war an Kautschuk. Das ist ja das, also die perfideste Anwendung von Phosphor ist eigentlich Napalm. Ich glaube, jeder kennt die Bilder aus dem Vietnamkrieg. Wenn man sie nicht kennt, kann man sie auf YouTube auf jeden Fall finden, wenn man es gucken möchte. Wobei Phosphor hat eine Abneigung, Grausames zu gucken. Also das ist mein einziges Antiphosphor-Symptom, weil ich mir ja gerne schon, ich hau dir auf die Fresse-Filme angucke. Und das kann Phosphor überhaupt nicht. Phosphor kann nicht mal Tagesthemen gucken. Danach schläft er drei Nächte nicht. Phosphor kann gerade mal Tierfilme gucken, maximal, aber nur liebe Tierfilme. Also nur liebe Tierfilme kann Phosphor gucken. Ja, bitte. Ja, also wo man halt einfach sieht, wie durch dieses Kautschuk war halt dann so, dass das praktisch an der Haut geklebt hat. Das heißt, und es ist nicht mit Wasser löschbar. Das funktioniert nicht. Sand. Du kannst es nur ersticken. Haben wir wieder so den Bezug ein bisschen zum Phosphor, zum Alter. Kriegt es ein Problem, weil ich glaube, das ist auch so ein Gefühl wie ersticken. Dass dieses Leben halt einfach sich dem Ende zuneigt. Deswegen findet man es oft noch auch in vielen Häusern, ja, auch in Berlin, Sandkisten, die auf den Dachböden stehen. Und die waren einfach dazu da, falls eine Phosphorgranate das Haus trifft, den Brand unter Kontrolle zu kriegen. Weil die deutschen Städte haben alle im Phosphorfeuer gebrannt. Die haben alle immer Phosphorbomben auf die Städte geworfen. Und dadurch sind die meisten Leute ja auch nicht verbrannt, sondern erstickt. Weil der Phosphor einfach den Sauerstoff weggenommen hat. Die Leute sind ja erstickt. Ganze Straßenzüge sind erstickt. Und dieses lichterlohe Brennen, das kriegst du nicht mit Sprengbomben hin. Und alles Phosphorbomben gewesen. Alles Phosphorbomben. Das Schlimme am Napalm ist aber, dass man es eben noch nicht mal ersticken kann. Ja. Da kann man auch Sand drauf tun. Du, Napalm ist von allen Sachen mit das Schlimmste. Ja. Also es ist ein spannender Stoff, der euch auf jeden Fall in der Anatomie noch ein bisschen beschäftigen wird, vor allem in der Physiologie. Wenn ihr darüber noch was hört, kriegt ihr auch nochmal eine neue Verbindung dann auch zum homöopathischen Mittel hin. Was ich sehr schön fand, damit möchte ich jetzt dann den kurzen Teil abschließen. Gottfried Leibniz hat anlässlich der Entdeckung des Phosphors ein Gedicht geschrieben. Und das finde ich toll, das möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Doch ein Feuer wie Phosphor war nie gesehen. Es ist kalt und es kann im Wasser bestehen. In diesem verliert es den Feuerschein, sonst würde es entschweben dem Erden sein. Wer seine Natur nicht näher kennt, der fürchtet im Dunkeln, dass er brennt. Indessen kann man ihn gefahrlos berühren, von seinem Feuer ist nichts zu spüren. Den Dingen teilt mit er sein Körperlicht, bestreicht man mit ihm das Angesicht, so wird es leuchtend und man geht einher, wie Moses umgeben vom Flammenmeer. Zu fest berührt von harter Hand, voll Zorn gerät er leicht in Brand. Mit Geprassel lot empor seine Gischt, der wie die Naphtha schwer erlischt. Das feurige Kleid von Medea beschert,
wird leichter am Brennen als Phosphor gestört. Doch ruhig liegend verbirgt er die Kraft. Kaum fühlt man die Wärme als Eigenschaft. Sein Glanz nur zeigt, dass im Leben nicht fehle. Ein Sinnbild ist die der glücklichen Seele. Toll. Sehr schön. Posten. Danke. Posten. Phosphor hat nach Rudolf Steiner eine zentrale Beziehung zum Ich. Ohne Phosphor kein Ich. Weil Rudolf Steiner sagt, das Ich bindet sich an die Phosphorbrücken im zweiwertigen Eisen im Hämoglobin. Also im Hämoglobin ist Fe++. Und da gibt es Phosphorbrücken und Rudolf Steiner hat gesagt, das Phosphor bindet sich direkt am Ich. Und Phosphor, das sind oft Menschen, die haben ein schwaches Ich. Die haben eine schwere, imperative Schwäche. Also, bin ich das beste Beispiel? Ich habe bis vor anderthalb Jahren kein Imperativ benutzt. Ich habe einfach kein Imperativ benutzt. Ich habe den Imperativ verweigert. Ich habe mein ganzes Leben lang kein Imperativ benutzt. Dann hatte ich eine Steinbock-Freundin und die Steinböcke tun sich ja leicht mit dem Imperativ. Und dann hat die mal zu mir gesagt, weißt du eigentlich, dass du nie ein Imperativ benutzt? Habe ich gesagt, nee, weiß ich nicht, hat mir noch keiner gesagt. Und dann hat sie gesagt, na dann würde ich dir anbieten, dass ich dir jetzt mal immer sage, wenn du im falschen Fall bist. Habe ich gesagt, ja, probieren wir doch mal. Die hat mich jeden zweiten Satz unterbrochen. Weil ich habe richtig den Imperativ verweigert. Richtig verweigert. Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin. Phosphor ist für Menschen, die ganz schnell wieder in den Himmel wollen. Das wichtigste Mittel für frühkindliche Leukämie. Frühkindliche Leukämie. Das wichtigste Mittel für Bluter. Ohm Ulrich war nämlich in seinem letzten Leben Grigori Rasputin. Und daher kennen wir uns. Ich war Zar Nikolaus. Und er hat immer meinen Sohn geheilt, wenn der Bluteranfälle hatte. Weil der Sohn hatte Bluter, war blutkrank. Und keiner konnte ihm helfen, außer Grigori Rasputin. Der hat die Blutung gestillt. Phosphor ist das wichtigste Mittel für Menschen, die leicht bluten. Nasenbluten. Hämorrhoidalbluten, hellrotes Blut, immer wenn es Blut hellrot ist, an Phosphor denken. Und wenn es ich schwach ist, Menschen, die nicht sagen können, ich will, Phosphor sagt, darf ich mal. Das ist ganz schrecklich, habe ich zum Glück, arbeite ich echt dran, dass ich nicht immer sage, darf ich mal was fragen. Habe ich einen Chip im Hirn gehabt. Ich habe nie was, darf ich mal was fragen. Phosphor hilft, imperativ zu werden. Phosphor will immer freundlich sein und ist meistens freundlich. Man sagt, es ist das freundlichste Mittel der Materia Medica. Aber nicht, weil er freundlich ist, sondern weil er denkt, er darf nicht böse sein. Narzissten dürfen nicht böse sein. Hysteriker dürfen nicht böse sein. Denn lächeln ja die Augen der Mutter nicht mehr. Ja. Gut. Phosphor. Erstmal bis hierher noch irgendeine Verständnisfrage, bevor ich weitergehe. Mir kommt gerade der Gedanke, einmal zur Apotheke zu gehen, mit Phosphor nachzuholen und für drei Tage zu nehmen. Ist da was dagegen? Und das, jedes Mal, wenn wir die Mittel haben, das auch. Also, wenn du nicht in homöopathischer Behandlung bist, dann kannst du ein Mittel, was wir hier besprechen, dir entweder drei Tage unter das Kopfkissen legen oder dir eine C30 nehmen, holen. Am besten würde ich vorschlagen, es drei Tage vor der Vorlesung zu nehmen. Drei Tage einmal ein Kühlchen. Kann man machen. Ist nicht schlimm, ist nicht gefährlich.
um sich einfach in den Geist dieses Mittels einzuschwingen. Ich habe ja 10 Jahre lang meine Therapie ausgesetzt und habe 10 Jahre lang für meinen Lehrer Jürgen Becker Arzneimittelprüfung gemacht. Ich habe 2-mal im Jahr von ihm einen Auftrag gekriegt, ein Mittel zu erforschen. Das habe ich dann ein halbes Jahr erforscht, zusammen mit meinen Schülern, große Arzneimittelprüfung gemacht. Und dann habe ich das immer bei den großen Homöopathieveranstaltungen meiner Schule in Bad Bolden vorgestellt. Und immer ein halbes Jahr lang ein Mittel geprüft. Da der ja ein hellsichtiger Mensch war, waren es immer Mittel, die mich auch tief berührt und tief geheilt haben, aber eigentlich waren das Prüfungen. Oder wie wir heute sagen, Begegnung. Nö, kannst du machen. Ein Kügelchen, 3 Tage vor unserer ersten Vorlesung. Aber bitte nicht, wenn du in einer homöopathischen Therapie bist und bitte nicht, wenn du irgendwie chronisch krank bist. Weil dann können da Dinge losgehen, die muss man kontrollieren. Aber wenn du gesund bist, kannst du das machen. Kein Problem. Was zählt zu einer chronischen Krankheit? Gicht, Depression, Myome, Diabetes, chronische Migräne, Schilddrüse, sowas. Also ein bisschen Eisenmangel ist jetzt nicht das Riesending. Aber ich sag mal anders. Wer sich gesund fühlt, kann das tun. Wer sich nicht gesund fühlt, sollte einen Therapeuten aufsuchen und es mit dem absprechen. Aber wer sich gesund fühlt, kann das tun. Wenn man jetzt sich so wiederentdeckt, bei deinen Geschichten. Also, wenn ich gut drauf bin, entdeckst du dich bei jedem Mittel wieder. Eben, und jetzt frage ich mal, wenn man dann dieses Mittel mal nehmen will, um eben positive Effekte für einen längeren Zeitraum zu generieren, wie sollte man es dann nehmen? Möchtest du Patienten in die Praxis haben? Nein, also wenn ich für mich selbst jetzt. Nee, ich möchte fragen, ob du Patienten in die Praxis haben willst. Aber ja, natürlich. Super. Ich mache in München Supervision. Da kommen erfahrene Homöopathen, erzählen mir ihre Fälle und ich supervidiere die. Und da kam mal ein Kollege, der war ganz erfahren, war sogar Lehrer und hatte nach 20 Jahren immer noch eine leere Praxis. Und der erzählte mir sein Leid. Und dann habe ich ihn gefragt, von wem lässt du dich denn behandeln? Und dann hat er gesagt, er behandelt sich immer selbst. Dann habe ich gesagt, siehste, und ich sehe diese Patienten von dir. Du hast jede Woche 30 Patienten, das sehe ich. Das Problem ist nur, die behandeln sich alle selbst. Deswegen kommt keiner zu dir. Also ich habe mich nie selbst behandelt. Ich habe bestimmt in meine Therapien, ich würde mal sagen, 150.000 Euro investiert in den letzten 30 Jahren, also ein größeres Haus. Und darum ist meine Praxis voll. Also ich empfehle, Therapie machen zu lassen. Sowas mal zum Probieren, okay, aber ich empfehle wirklich, sich nicht alleine zu therapieren. Da warne ich vor. Also selbst wenn man jetzt hier das hört und sagt, das müsste ich jetzt nehmen, oder? Du kannst ja sowieso machen, was du willst, bist erwachsen. Aber ich warne vor Eigentherapie. Ich warne nicht vor, ich bin gesund und ich gucke mal 3 Tage Phosphor C30. Aber wenn du dich hier total wiedererkennst und denkst, oh mein Gott, das habe ich und das habe ich, würde ich das nicht tun. Aber primär, weil ich es auch nicht tue. Ich nehme jetzt nicht einfach Pyrogenium, auch wenn ich wüsste, dass ich Pyrogenium nehmen muss. Ich rufe Beate an und sage, Beate, bitte, sage mir, was ich nehmen soll. Und das ist der Grund, warum ich so nette Patienten habe. Weil ich so ein netter Patient bin. Ich bin total netter Patient. Und darum habe ich nette Patienten. Und ich habe so viele Patienten, weil ich mich nie selbst behandle. Nie. Nie. Ich rufe immer meine Therapeuten an. Gibt es einen Typ irgendwas, wo das mit der Selbstbehandlung eher funktioniert? Oder ist es generell, dass du sagst... Ich lehne überhaupt selber machen ab. Ich halte davon überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Ich finde das unsozial. Ja. Aber das bin ich. Das bin ich. Außerdem finde ich das irre, wenn sich Therapeuten selbst behandeln. Hallo? Wie sollen denn Leute zu euch kommen, wenn ihr euch immer selbst behandelt? Das verstehe ich nicht. Ich
Ich verstehe das nicht, dass man sich selbst behandelt als Therapeut. Ist mir unklar. Also die erfolgreichen Heilpraktiker, die ich um mich herum habe, die wirklich volle Praxen haben, das waren alles ähnlich wie ich tolle Patienten. Ich bin ja bis heute noch ein toller Patient. Ich mache bestimmt jede Woche zweimal irgendeine therapeutische Intervention. Ja, aber solange man ja noch selber kein erfolgreicher Therapeut ist, kann man sich vielleicht gar nicht leisten, wenn man selber sich behandeln zu lassen. Also auch in der Höhe zu gehen. Och, na ja, weißt du was? Das weiß ich nicht. Also erstmal gibt es so viele Möglichkeiten, sich auch... Also ich weiß, dass ich, als ich meine Praxis aufgemacht habe, hatte ich nicht gleich viel Geld. Und ich habe aber trotzdem fast 50% meines Geldes in meine Therapien gesteckt. Mir war das wichtig. Mir war das wichtig. Ja, ich müsste hungern. Ich war noch nie beim Heilpraktiker, weil ich mir das noch nie leisten konnte. Na, dann geh doch. Entweder suchst du dir einen Heilpraktiker, der dir deine Therapie, solange wie du Geld verdienst, kreditiert. Gibt es Kollegen, die machen das? Mache ich auch. Und dann zahlst du dem das in 5 Jahren zurück. Also ich bin fest davon überzeugt, wo es einen Wille gibt, gibt es einen Weg. Ich glaube, alle immer so Sachen geht nicht. Also da bin ich Anhänger von General Patton. Geht nicht, gibt's nicht. Wie heißt der Satz? Cannot doesn't work. Ja, cannot doesn't work. Cannot doesn't work. Dann such dir irgendjemand, der dir das kreditiert. Gibt's hier noch? Oder Raten abzahlen. Ja. Ja, ich weiß, aber es war halt auch ein. Oder geh ins Ambu. Stell dir mal vor, Ambu, ich leite jetzt gerade Ambu. Das ist so toll. Also unser Ambu, bin so begeistert von meinen Schülern im Ambu. Die sind also hin und weg. Meine, kostet mich eine Menge Geld jetzt Ambu machen, aber egal. Ich kommt auch mal rein. Da kommst du nicht rein? Mhm. Natürlich kommst du ins Ambu rein, ich bitte dich. Ich habe es vor ein paar Jahren. Naja, vor ein paar Jahren, aber natürlich. Geh rüber in der Pause. Mach dir einen Ambu-Termin. Ganz toll in meiner Praxis. Sitzt du auf meinem Sofa und dann sitzt da mein Schüler und der macht mit dir eine tolle Anamnese. Ist ganz schön. Kostet die Erstanamnese im Ambu 60 Euro. Die Zweitordination kostet 30. Ey, Mann. Ja, gut. Noch eine Frage bis hierher. Gut. Was kosten die Großgruppenanamnesen bei Sarah? Kosten die was? Im zweiten Jahr? Sicher. Das weiß ich, da war ich nie. Du meinst die Kleingruppe hier? Ja, die Kleingruppen. Die Kleingruppen sind umsonst. Die sind umsonst. Wir machen im zweiten Jahr, machen die Klassen Kleingruppenanamnesen. Kann man auch hingehen. Kostet gar nichts. Also es gibt wirklich eine Menge Möglichkeiten, sich therapieren zu lassen. Eine Menge. Ganz viele Möglichkeiten. Aber da wird doch immer gesagt, es soll keiner sein, den man kennt oder so. Und wir kennen uns doch. Wieso? Kennst du die Leute aus dem dritten Jahr? Kennst du die Leute aus dem dritten Jahr? Die kennst du doch gar nicht. Kennst du die Leute aus dem zweiten Jahr? Kennst du doch auch nicht. Außerdem, das ist nur wieder ein Satz, da kann ich nur gar nichts mit anfangen. Warum soll man sich nicht kennen? Ich behandle meine Lehrer. Ich behandle alle meine Lehrer, die kenne ich auch. Hm. Nee, man kann sich kennen. Also das ist ein Satz, davon halte ich nichts. Wie? Du hättest da nicht so eine Vorbereitung. Überhaupt nicht. Na, wenn die halt spät drüber reden, wo du hast gesagt, das ist ja da nicht so gut, weil es ein Unwillen eingefallen ist. Na, erstmal haben wir eine Schweigepflicht. Ja, nee. Also ich würde jetzt vielleicht nicht im Ambu von deiner besten Freundin die Anamnese machen lassen. Hm. Aber sonst... Also ich habe damit gar keine Probleme. Ich behandle 90% meiner Schüler. Kenne ich alle. Warum würdest du auch deine Mama behandeln? Ja, meine Mama lässt sich nicht von jemand anders behandeln. Okay. Meine Mama traut nur mir. Und meiner Frau. Von der lässt sich auch behandeln. Gut, gibt es sonst noch eine Frage bis hierher zum Phosphor? Irgendeine Verständnisfrage? Ich will immer erst weitergehen, wenn das, wo wir waren, verstanden worden ist. Gut, dann möchte ich vor der Pause 2 Fälle erzählen. Vor 25 Jahren kam eine wunderhübsche, schlanke,
blonde Frau an diese Schule. Und 14 Tagen, nachdem sie hier an diese Schule gekommen ist, kam sie in meine Praxis und sagte, sie hätte ein Problem, dass sie nie einer sieht. Dass sie nie einer sieht. Sie kommt irgendwo hin und keiner sieht sie. Es wird einfach nicht gesehen. Sie kommt in ein Geschäft und keiner sieht sie. Sie geht auf eine Party und sie war wirklich super schön. Und keiner sieht sie. Sieht einfach keiner. Und sie hat mir erzählt, dass sie das Gefühl hat, dass ja, ein Licht in ihr ausgegangen ist. Dass ihre Kerze ausgepustet wurde. Und durch dieses Auspusten der Kerze hat sie ihre gesamte Strahlkraft verloren. Dann habe ich mit ihr Anamnese gemacht, bin auf eine ganz furchtbare, tagelange Missbrauchsproblematik gestoßen, immer wieder mit Mordandrohungen in diesen Tagen und habe dann die Idee entwickelt, dass diese junge Frau einfach ihr Leuchten abgeschafft hat, um einfach unsichtbar zu sein, weil so schön zu sein und so zu leuchten, hatte in letzter Konsequenz zu dieser Missbrauchsproblematik geführt. Habe mich gegen eines der bewährten Missbrauchsmittel entschieden, sondern habe mich entschieden, ihr Phosphor zu geben, um ihre Kerze wieder anzustecken. Sie leuchtet. Sie leuchtete und leuchtete und leuchtete und leuchtete. Ich habe sie immer meinen Leuchtturm genannt. Mein Leuchtturm. Weil sie so leuchtet. Und dann hatte sie eine ganz, ganz schreckliche, unglückliche Liebe. Eine unglückliche Liebe, die sie irre gebeutelt hat. Also richtig ganz, ganz, ganz doll gebeutelt. Wirklich eine schreckliche, unglückliche Liebe. Also auf einer Skala von 0 bis 100, 0 ist ein bisschen unglücklich und 100 ist, ich spring von der Brücke, da war sie schon bei 95. Und ich gab ihr die ganzen Mittel für unglückliche Liebe, die halfen alle nicht. Und dann ging sie zum Zahnarzt und der sagt, Frau sowieso, wissen Sie, dass Sie kurz davor stehen, Ihre Zähne alle zu verlieren? Und sie sagte, wieso? Wieso verliere ich meine Zähne? Dann hat er ihr das Röntgenbild gezeigt und auf dem Röntgenbild war zu sehen, wie sich der Kiefer auf ganzer Front zurückzog. Und die Zähne alle irgendwie nur noch wackelten. Und das ist eine Frage, die von Wochen war, dass sich die Zähne so weit zurückgezogen hätten, dass die mit Ende 30 eine Vollprothese gekriegt haben müsste. Phosphor ist eines der wichtigsten Mittel für Kiefernekrosen. Kiefernekrosen. Übersetzt mal schnell Nekrose. Genau, absterbend. Also da stirbt der Knochen ab. Da stirbt der Knochen. Ja, und es gibt so ein paar Fragen in meiner Praxis, die stelle ich fast immer. Und eine Frage, die ich fast immer stelle, ist die Frage nach der guten Absicht des Symptoms. Was für eine gute Absicht hat dieser Kiefer, dass der sich zurückzieht? Und da gab sie mir wieder eine Antwort, die mich wieder haben Phosphor geben lassen. Sie hat gesagt, wenn die Zähne alle rausfallen, dann ist Schluss mit Küssen. Und dann ist auch Schluss mit Männern. Dann ist es endlich vorbei. Endlich vorbei. Dann muss ich mich damit nicht mehr ärgern. Ich habe fast geweint, weil mir das so leid tat. So ein wunderschöner, unbeschreiblich toller Mensch. Und der beschließt, Ende 30, ich küsse jetzt. Ich höre jetzt auf. Bringt nur Leid. Bringt nur Schmerz. Dann habe ich ihr Phosphor gegeben.
Nach einem halben Jahr hatte sich der Kiefer wieder völlig aufgebaut und die Zähne waren wieder alle fest. Das kann Homöopathie. Und sie hat wieder geküsst. Immer noch nicht richtig glücklich, aber wieder geküsst. Und die Zähne bleiben fest. Die Zähne bleiben fest. Von der habe ich mal einen Traum gehabt. Ich habe einen Traum von der gehabt. Das war so ein, fast schon ein prophetischer Traum. Da habe ich geträumt, dass ich durch eine Stadt laufe. Durch eine Stadt, die bombardiert wird. Und rechts und links schlugen die Bomben in die Häuser ein und ich rannte durch diese Bomber, durch diese brennende Stadt. Und musste dann in einen Keller. Und da war diese Person. Und sie war ganz licht. Und ich sagte, ey Mann, du bist hier. Was machst du denn hier? Stadt wird bombardiert. Und dann sagte sie, ja, sie muss mir was sagen. Und ich wusste in dem Moment, sie ist ein Engel. Das wusste ich. Ich wusste, sie ist ein Engel. Phosphor träumt, ist ein Engel. Phosphor träumt, ist ein Engel. Phosphor träumt von Engel. Phosphor träumt vom Erzengel Michael. Das schönste Phosphorbuch überhaupt sind die drei Lichter der kleinen Veronika von Manfred Küber. Die drei Lichter der kleinen Veronika von Manfred Küber. Ja, und dann sagt sie, sie hätte eine Botschaft für mich. Ich solle die Menschen daran erinnern, dass die Menschen wieder mehr an die Engel denken sollen. Das wäre eine Botschaft. Und es wäre meine Aufgabe, die Menschen daran zu erinnern, dass sie mehr an ihre Engel denken sollen. Weil die Engel, sagt sie, und das sagt auch Rudolf Steiner, ich habe das nachkontrolliert, können nur wirken, wenn wir sie bitten, wenn wir sie einladen. Der Engel kann nicht wirken, wenn wir ihn nicht einladen. Und wenn wir ihn einladen, dann kann der Engel wirken. Also wenn ich meinen Engel rufe, dann kann der Engel kommen. Aber er braucht meinen Ruf, sonst kommt er nicht. Und sie sagt, es würde gerade so schlecht um die Welt aussehen, weil die meisten Menschen ihren Engel vergessen. Rudolf Steiner hat mal ein Gleichnis gegeben, hat gesagt, die Engel schauen auf die Welt, wie wir auf den Sternenhimmel. Und wenn immer ein Mensch an einen Engel denkt, dann sieht der Engel das wie so ein Lichtlein. Und im Augenblick, sagt Rudolf Steiner, ist die Welt so dunkel. Und die Engel wissen gar nicht, wo sie hin sollen, weil kein Mensch an sie denkt. Ich bin in meinem Leben dreimal fast gestorben. Ich war dreimal am Rand des Todes. Einmal bei einer schweren Besetzung. Da hatte ich einen Ninja-Dämon der 18. Ordnung. Da war ich so gut wie tot. Und dann zweimal bei Krankheiten. Einmal, als ich meine schwere Depression hatte und die Schlafstörung, da war ich fast tot. Und einmal bei der Krankheit, von der ich jetzt erzähle. Phosphor hat eine ganz starke Einbildungskraft. Ganz stark. Ganz stark. Inzwischen bekenne ich mich ja zu meinem Lügnertum. Inzwischen haben mich meine Lehrer ja sogar Kokopelli genannt. Das ist ein Heillügner. Ich bin ja ein Heillügner. Ich lüge zu therapeutischen Zwecken. Früher habe ich auch ganz viel gelogen. Ich habe schon immer ganz viel gelogen. Aber ich hatte immer ein Phosphorsymptom. Ich habe meine Lügen immer geglaubt. Also ich habe immer geglaubt, dass ich nicht lüge. Aber ich habe ständig gelogen. Beispiel, ich habe erzählt, mein Vater ist Großwildjäger. Und der organisiert Großwildjachten in Afrika. Und das habe ich in meiner Grundschule erzählt, 4. Klasse. Mein Vater ist gerade wieder unterwegs in Kenia und da und habe erzählt und
ach, ihr Vater ist in Kenia, die Lehrer, und habe erzählt, und weil mein Vater hat ein Reisebüro. Und ich habe das so toll erzählt, dass mein Vater dann mal zu so einer, wie nennt sich das, Elternabend kam. Und dann ging mein Lehrer Herr von Malek auf ihn zu und sagt, ach Herr Krüger, ich wollte Sie mal fragen, ich interessiere mich auch für diese Afrika-Reisen. Wie funktioniert es denn, wenn man so eine Yacht machen will? Mein Vater, ey Mann, ich fahre Leute nach Punta Scala ins FKK-Dorf. Ich fahre überhaupt nicht nach Afrika. Und dann war der ganz entsetzt davon, dass ich das so super, ey, so da. Das war völlig irre. Ist sowieso ein Phosphorsymptom, dass man oft nicht weiß, was es war und was es unwahr. Ich kann auf eine Art und Weise träumen, dass ich morgens nicht weiß, ob das ein Traum oder ob das Wirklichkeit war. Ich habe das ganz oft gehabt, auch noch in der Schulzeit, dass ich meinetwegen geträumt habe, ich habe mit Frettchen geknutscht auf einer Party. Und dann wusste ich nicht, war das jetzt wahr oder war das ein Traum? Dann bin ich morgens in die Schule gekommen und habe dann immer so auf Frettchen geguckt und habe dann immer darauf gewartet, dass der sich irgendwie bemerkbar macht, weil ich dachte, wenn wir wirklich gestern geknutscht haben, dann wird der ja irgendwie sowas machen, weil ich ja nicht wusste, wie verhalte ich mich jetzt, weil ich nicht wusste, stimmt's oder stimmt's nicht. Das habe ich ganz oft, dass ich nicht wusste, stimmt's oder stimmt's nicht. Und ich weiß heute manchmal noch nicht, wenn ich so zurückdenke an manche Dinge, stimmt es oder stimmt es nicht? Stimmt es oder stimmt es nicht? Ja. Phosphor glaubt seine Lügen. Das ist ein Leitsymptom. Lügt und glaubt seine Lügen. Absolut. Lügt und glaubt seine Lügen. Und lügt fantastisch. Lügt so, dass es fast keiner rauskriegt. Weil er lügt in einer hohen Komplexität. Ja. Die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist wahr. Wobei, falsch. Es ist ganz anders. Diese besagte Person, von der ich erzählt hatte mit dem Phosphor, die hatte mal einen Traum. Da saß sie hier in dieser Klasse und ich erzählte eine Geschichte. Und die hat mir eigentlich immer alles geglaubt. Aber diese Geschichte war ein bisschen sehr abgefahren. Und da hatte sie kurzfristig so eine ganz kleine Krüger-Krise und dachte, ey Mann, jetzt hat er aber echt einen vom Pferd erzählt. Und ist damit irgendwie so umgegangen, es hat so ein bisschen ihr Vertrauen erschüttert. Und dann hatte sie einen ganz schönen Traum und der sagt eigentlich alles. Sie träumte von meiner Frau und sie saß mit meiner Frau auf einer Bank und erzählt meiner Frau, ey Mann, heute hat dein Mann aber wieder einen vom Pferd erzählt. Also ey Mann, man weiß ja gar nicht immer, was stimmt. Und dann hat meine Frau sie so ganz mütterlich angeguckt, sind auch zwei Freundinnen. Und hat gesagt, weißt du was, ich weiß, was du meinst. Aber auf eins kann man sich zu 100% verlassen. Im Grunde ist immer alles wahr. Im Grunde. Und das kann ich euch versprechen. Im Grunde ist immer alles wahr. Die Details verändern sich ständig. Da ich ohne Skript arbeite, ist jedes Mal Phosphor neu. Ich mache nie zweimal den gleichen Phosphor. Aber im Grunde ist immer alles wahr. Ja. Habe ich das jetzt verpasst oder wolltest du es nicht von deiner dritten Krankheit erzählen? Naja, das ist typisch bei mir. Ich mache Exkurse. Ich verliere mich. Aber es ist gut, dass du mich erinnerst, dann komme ich wieder zurück. Die Krankheit. Die Krankheit. Ich habe mal sehr viel Zigaretten geraucht.
Sehr viel. Richtig sehr, 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 sehr viel. In Griechenland habe ich immer Karelia geraucht. Karelia in einer weißen Flachschachtel. Ich liebe Flachschachtel. Ich liebe Flachschachtel. Phosphor raucht Zigaretten aus Flachschachteln. Es gibt eine Phosphor-Zigarette, die ist unbeschreiblich, das ist Nil. 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 Ich habe auch nie Tüten geraucht. Ich habe immer Stickies geraucht. Das sind solche Riesenteile, wo man irgendwie 2 Stunden dran dreht. Ich habe immer so kleine Einblättrige geraucht. Stickies. Außerdem habe ich nicht gerne Harz geraucht, ich habe immer gerne Gras geraucht, weil Phosphor liebt Gras. Weil Gras macht nicht so müde. Naja, Phosphor ist ein Grasraucher, ist kein Harzraucher. Sulfur raucht Harz, Phosphor raucht Gras. Wenn du einen Kiffer hast, immer fragen, was rauchst du? Sulfur, Phosphor ist der große Unterschied. So. Ich war der erste Deutsche, der in Griechenland, oder ich war überhaupt der erste, der in Griechenland Familienaufstellung gemacht hat. Das gab es von mir in Griechenland nicht. Und ich habe die in Thessaloniki gemacht. Und ich hatte begeisterte Schüler. Und die haben für mich ein irren Event veranstaltet. Toll essen gegangen, jede Nacht in Rembetiko-Kneipen gewesen. Ihr raucht, ihr kifft, Unmengen an griechischem Kaffee getrunken. Ich kann mich erinnern, ich saß irgendwann mal in einer Kneipe, war irgendwie so dicht, dass ich nur noch den Takt der Musik mitklopfen konnte. Und eine Schülerin, die rechts neben mir saß, hat mir immer, wenn die Zigaretten abgeraucht waren, die Zigarette aus dem Mund genommen und die nächste Zigarette in den Mund gesteckt. Ich konnte nur noch so sitzen und klopfen. Dann haben sie mich ins Hotel verfrachtet. Aber am nächsten Morgen um 7 war ich wieder fit, habe ich 2 Liter frische gepressten Orangensaft getrunken. Wieder Riesenmengen Kaffee und wieder weiter geraucht und aufgestellt und aufgestellt und aufgestellt und aufgestellt. Und abends wieder Rembetiko und boah, es war super. Es war super. Es war unbeschreiblich. Es war wirklich unbeschreiblich. Und ich weiß ja nicht, wer von euch mal 60 Zigaretten geraucht hat. Die Lunge kriegt sowas leicht raus. Sowas leicht raus. Die Lunge kriegt so ein bisschen sowas leicht raus, kriegt die Lunge. Und so die erste Zigarette morgens tut dann so ein bisschen weh. Aber nach dem dritten Zug sind wieder alle Lungenhärchen gelähmt, dann ist wieder Ruhe. Und es war das abgefahrenste Seminar, was ich jemals gemacht habe. Das war wirklich Ekstase pur. Da waren wirklich die Engel mit dabei bei diesen Aufstellungen. Und dann haben sie mich alle zum Flughafen gebracht und haben gewunken und Andrea und geküsst und ah und alles. War total. Und dann bin ich durch diese Schranke gegangen und mit einmal war es ganz still. Es war völlig still. Und ich habe mich auf meinen Koffer gesetzt und damals durfte man in Flughäfen noch rauchen. Habe mir erstmal eine Karelia angezündet, habe so in diese wunden Lungen den Dampf eingeatmet und habe ein Lied gesummt von Jackson Brown. Kein Lied gibt den Phosphorzustand besser nach wie dieses Lied. Das heißt Running, nee, das heißt Stay. Stay. Und in diesem Lied besingt Jackson Brown eine Situation, das Konzert ist vorbei. Die Roadies bauen ab und er sitzt. Die Scheinwerfer gehen aus, der Applaus ist weg. Und dann singt er, stay just a little bit longer. Stay heißt hier bleiben, wa? Bleib noch ein bisschen länger hier, will noch nicht weg, will noch nicht weg. Ganz schön.
Und dann saß ich da, rauchte. Ich hab so gerne geraucht. Wenn morgen der Engel neben meinem Bett steht und sagt, rauch wieder, du kriegst keinen Lungenkrebs. Ich rauche nur nicht aus Angst. Das ist der einzige Grund, warum ich nicht rauche, ist Angst. Ich habe so gerne geraucht. Ich habe so gerne. Ich habe in Mallorca 2 Stunden im letzten Herbst mal Pustebacke geraucht. Das war so schön. Das war so schön. Da haben wir so tolle Bilder gemacht mit dem Cowboyhut und der blaue Brille. Ah, es war so schön. Rauchen ist einfach total schön. Ja. Und dann habe ich einen Gedanken gedacht, der hat mich schon 2-mal umgebracht, fast. Und ich habe gedacht, den Gedanken habe ich immer noch, aber dann verdränge ich ihn sofort. Wenn der Gedanke kommt, schicke ich ihn sofort radikal weg und ignoriere ihn, radikal. Und der Gedanke ist, das ist jetzt so schön. Das ist jetzt so schön. Es kann nichts mehr kommen danach. Ich kann jetzt sterben. Es ist so schön. Ich kann jetzt sterben. Kenne ich total gut. Das ist einfach, das ist, was soll das noch toppen? Was soll das noch toppen? Als Avatar weiß ich, alles ist zu toppen. Alles. Es gibt keinen. Weil das wusste ich damals noch nicht. Damals wusste ich noch nichts von Avatar-Tum. Ja, und ich weiß, dass dieser Gedanke tödlich ist, für mich jedenfalls, wenn ich den denke. Und dann habe ich diesen Gedanken gedacht. Und als ich aus dem Flieger ausgestiegen bin, habe ich angefangen zu husten. Nach 14 Tagen hatte ich eine doppelseitige Lungenentzündung mit einer Pneumokokkenbesiedlung der Leber. Also ich hatte eine schwere Hepatitis und eine beidseitige Lungenentzündung. Hatte in diesen 14 Tagen 20 Kilo abgenommen und hatte 14 Tage lang nicht geschlafen. Ich habe meine Nächte damit verbracht, auf RTL von morgens um 3 Wiederholung von Roxanne zu gucken. Kannst du dich noch erinnern? Kennst du noch Roxanne? Diese Rothaarige. Völlig irre. Habe ich sonst nie gesehen. Ja, und habe nächtelang durchgehustet, immer nur gehustet, immer nur gehustet. Wie? Meine Lunge erinnert sich. Ja, meine Lunge erinnert sich. Immer nur gehustet und immer nur gehustet. Und kein homöopathisches Mittel half. Es war irgendwie so furchtbar. Ich habe Vitamin C-Infusionen gekriegt. Ich habe Eukalyptus-Infusionen gekriegt. Ich habe Kranio gekriegt. Ich habe Akupunktur gekriegt. Ich verging. Ich wurde immer weniger und immer weniger und immer weniger und konnte nicht schlafen und konnte nicht schlafen. Und dann hat meine Frau zu mir gesagt, weil meine Frau hatte schon mal einen Freund, der Tuberkulose hatte, hat sie gesagt, du hast die Motten, geh zum Arzt. Ach, ich brauche keinen Arzt. Geh zum Arzt. Ah, ich brauche keinen Arzt. Dann bin ich zum Arzt gegangen, hat der mich geröntgt, hat gesagt, ja Krüger, noch eine Woche wärst du tot gewesen. Antibiotika. Antibiotika und für die Leber 2 Jahre lang Carlos Marianos, dann ist er wieder gut. Ja, ich gesagt, nee. Entweder die Homöopathie hilft oder ich sterbe. War mir ganz klar. Und dann ist Folgendes passiert. Ich sitze wieder und gucke Roxanne. Mit einmal geht der Fernseher aus. Das Licht flackert so ein bisschen und es wurde kühl im Zimmer. Und es roch ein bisschen pfefferminzig. Und dann habe ich ihn das erste Mal gesehen. Obsidian. Mit einer unendlichen Schönheit. Er war so schön, wie man nur schön sein kann. Und er war ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz entspannt. Und er kam einfach auf mich zu, sagte nichts und er reichte mir einfach die Hand. So. Und ich wusste,
Wenn ich die Hand nehme, ist alles gut. Ist alles gut. Ist alles gut. Wenn ich die Hand nehme, ist alles gut. Und ich wollte ihm gerade die Hand geben. Da habe ich meine Tochter husten gehört. Und dann merkte ich, dass ich die Hand so innehalte und dann habe ich gesagt, nee. So gerne ich mit ihm mitgehe und so schön das sein wird, ich wusste, es wird wahnsinnig schön. Ich wusste, das ist unbeschreiblich schön. Ich habe uns schon so durch die Tür gehen sehen. Ja. Ich habe sie schon stehen sehen, die uns begrüßen. Und ich habe die Brücke schon gesehen und den Regenbogen und Veronika, die habe ich alle schon gesehen. Und meine tote Tochter, die waren alle schon da, alle haben sie erwartet. Aber ich dachte, nee, das kann ich Laura, also meine lebende Tochter, das kann ich dir nicht antun. Die war damals 5 oder 6 oder 7. Das ist zu früh, geht nicht. Ich muss noch verzichten. Es war wirklich ein Verzicht. Es war wirklich ein Verzicht, dass ich nicht mitgegangen bin. Weil es war einfach unendlich schön. Es war unendlich schön. Ich habe später in sehr intensiven Liebesbeziehungen, Liebesbegegnungen, bin ich dieser Schönheit wieder begegnet. Und da hatte ich auch kurzfristig manchmal das Gefühl, ich sage, jetzt könnte ich sterben. Habe ich aber nicht gesagt. Ja, und dann habe ich den Kopf geschüttelt. Und dann hat er den Arm zurückgezogen. Und dann habe ich ihn gefragt, ich mache doch so viel, ich mache doch so viel Prozess. Ich mache doch so viel Psycho und ich mache doch. Warum ich so eine schwere Krankheit haben muss. Und dann hat er gesagt, sie hätten noch viel vor mit mir und ich hätte hier noch eine Menge zu erledigen. Aber wenn ich so weitermachen würde mit meiner Gesundheit wie bis dahin, dann würde ich das alles nicht mehr schaffen. Und darum diese Krankheit. Und ich hätte jetzt noch mal die Chance, wenn ich das checke, dass das irreversibel an mir vorbeigeht, ohne Schäden. Dann bin ich morgens aufgewacht, habe meinen Homöopathen angerufen. Ich wusste eigentlich schon, was ich brauche. Der hat es bestätigt, habe Phosphor genommen. Eine Stunde später hat der Husten aufgehört. Husten weg. Ich weiß, ich habe hier 3 T-Shirts immer zu liegen gehabt, weil ich 3-mal während des Unterrichts das T-Shirt gewechselt habe, weil ich so geschwitzt habe. Eine Woche später, Lungenabklärung, beide Lungen völlig frei. Die Ärzte, geht gar nicht, kann nicht sein. 14 Tage später, Leberwerte jugendlich, nichts mehr. Von wegen, ich brauche 2 Jahre Mariendistel, nichts mehr. Alles hundertprozentig gut, hundertprozentig. 2 Gaben Phosphor. Ich habe danach 14 Tage nicht geraucht, habe ich wieder angefangen. Als ich 10 Jahre später meinen Burnout gekriegt habe, bin ich, als ich zurück nach Berlin gekommen bin, das habe ich in Griechenland gekriegt, sofort zu meiner Psychotherapeutin. Ich war sehr in der Anklage, auch eine Anklage an Gott. Ich kümmere mich so um seine Menschen, ich kümmere mich so um seine Liebe. Ich bin ein Prophet seiner Zärtlichkeit und er schlägt mich mit dieser schrecklichen Krankheit. Wie kann er das denn tun? Und dann hat Anna Bittmann mit mir eine ganz einfache Arbeit gemacht und hat gesagt, auf diesem Stuhl sitzt der, den du anklagst. Steh auf und setz dich auf diesen Stuhl. Und ich habe mich auf diesen Stuhl gesetzt und ich war sofort der onyxe Engel. Und ich war ganz ruhig und ganz entspannt und habe gesagt, hey, wir haben es dir doch gesagt. Entweder du checkst es oder du kriegst nochmal einen von Deckel. Jetzt hast du nochmal einen von Deckel gekriegt.
Du hast wieder die Chance, dass es ohne Schäden aushält, aber diesmal wird es ein Jahr dauern. Und so war's. So war's. Tja, die Engel, der Onyxe Engel, der Onyxe Engel. Träume von Schwarzen, Verlangen nach, wie ist das PC-Wort für Negerküsse? Wie? Afroamerikanische Schaumwaffel habe ich gesagt, weiß ich nicht. Schaumwaffel sagt man, glaube ich, nur. Schaumwaffel. Ja. Schaumwaffel. Haben Sie mal einen Karton mit Schaumwaffeln? Mit Schaumwaffeln. Verlangen nach Domino-Eis. Das ist mein absolutes Lieblingseis. Verlangen achtwertig nach geeisten Mancherie. Aber geeist. Geeiste Mancherie. Es gibt nur eine Struktur, die noch erotischer ist wie geeiste Mancherie. Wenn die Zunge durch die leicht angeeiste Schokokruste bricht. Jude? Nix. Machst du dich lustig? Grad? Nein, ich habe gerade ein Bild. Ach, du hast ein Bild, ja, okay, gut. Ja. Du machst gerade die neue Werbung für Mancherie. Ah, Mancherie. Da läuft ja. Deine Trailer ein halbes Jahr. Ja. Aber Sommer. Sie müssen ja eist sein. Sie müssen wirklich eist sein. Wenn Sie nicht eist sind. Sie müssen ja eist sein, die Mancherie. Oder auch Phosphor 10-wertig. Eine gute Crème Brûlée, wo die Kruste leicht angebrannt ist, ja, leicht angebrannt, mit einer Kugel Zitronensorbet obendrauf, über die ein Hauch von Mangosauce gekippt ist, ja. Und wenn du dann durch das Zitronensorbet so seitlich durchbrichst und die Zuckerkruste deflorierst, so. Und dann diesen Löffel. Wenn du dann anfängst, sofort zu weinen, Phosphor. Ja. Also wenn du dir nicht sicher bist, ob er Phosphor braucht, dann gehst du mit ihm zum Nabucco, sagst, du möchtest die Spezialcreme Brûlée vom Professore und dann gibst du ihm den Löffel und dann gibst du ihm genau vor, wo er das Sorbet abstechen soll, wo er die Kruste durchbrechen soll. Und wenn er dann weint, wenn er den Löffel, dann Phosphor. Aber er muss weinen. Er muss weinen. Er muss weinen. Das zweite Mittel, was beim Essen weint, ist Medurinum. Aber Medurinum weint sowieso. Medurinum weint auch bei seinen eigenen Vorträgen. Medurinum weint viel. Ja. Phosphor. Am kleinen Himmel meiner Liebe. Dünkt mich, will ein neuer Stern erscheinen. Werden nun die anderen Sterne weinen am kleinen Himmel meiner Liebe? Freut euch, meine Sterne, leuchtet heller, tritt ein neuer Stern in eure Mitte. Sollt ihr ihn das rechte Leuchten lehren, seines Glanz wird euren Glanz vermehren. Leuchtet, meine Sterne, leuchtet heller. Erich Mühsam. Erich Mühsam. Das Gedicht kann man gut seinen Freundinnen schicken, wenn eine neue Freundin dazugekommen ist. Ich finde, das hat so was Versöhnliches. Susanne Jaschek sagt immer, wenn ich das poste, ist es wieder soweit. Dann strahlt ein neuer Stern. Ja, dann strahlt ein neuer Stern. Mögen die anderen Sterne ihm das rechte Leuchten lehren. So einfach wäre das. Das wäre so einfach. Wäre so einfach. So einfach.
Ja, ist es aber leider nicht. Sind wir noch in der Verleugnung. Also, Pause. Ach ja.